Spezies, willkommen hier zurück zu Nitro Speed Payback. So, wir sind jetzt mit dem Auto unterwegs und mit dem Auto wollen wir es jetzt nicht ganz. Hallo Racer, ihr hört die Stimme der Straße. Es gibt spannende Neuigkeiten. Noise Bomb hat sich als Blindgänger erwiesen. Unser Freund Mac hat den Drift King besiegt und ist dem Outlaws Rush wieder einen Schritt näher. Kann diesen Mann jemand aufhalten? Will das überhaupt jemand? Hey Mac, die Straßen jubeln dir zu. Sei frei. Habt ihr das gehört? Die Hüterin sagte, sei frei. Als wäre dein Ego nicht schon groß genug. Das lasse ich auf T-Shirts drucken. Von mir aus, solange wir keins tragen müssen. Natürlich müsst ihr. Ihr seid meine Crew. Ja, das ist Dings. Ja, ich habe mir jetzt tatsächlich gedacht, ich nehme uns mal wieder in die schöne Weltreise der schönen Autos und habe mir jetzt tatsächlich noch einen Bammel, so einen schönen, geilen BMW, so ähnlich wie der GTR 3, aus seinem hübschen Weg. Die Community hat ja sowas gerne gebaut, so anscheinend. So. Wir werden jetzt die Silver Six aufholen. Auf geht's. So. Wir sind noch nicht fertig mit allen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, der BMW geht so. Ich nenne jetzt einfach so, ist auch mein Kindheitstraum im Auto gewesen. Und wir gehen ja jetzt sozusagen ab September in den hübschen Video von dem BMW 3. Ich muss schon sagen, das Teil ist schon. Da freue ich mich jetzt schon wie ein kleines Kind drauf. Ich will mir ja eine Kommentare mal schreiben, was ihr dazu haltet. Und ich weiß, dass da Deutschländer jetzt sozusagen noch haben, den werde ich jetzt auch noch umbauen. Kurz, ich habe den noch gar nicht umgelevelt. Oh, scheiße, das ist eine Tankstelle oder eine. Ah, da gibt es einen Tuning Shop, das ist sehr gut. Ja, der beinahe ohne Tuning Shop, ohne Tuning den fertig gemacht. Das wäre ja natürlich blöd gewesen. So. Steuergerät, Abfahrt. So, Auspuff, Fahrt. So, Turbo. Nitro. Ja, so langsam kommt er hier ein bisschen rein. Block. So, was hat denn dann sonst noch? Beschleunigung. Ne, wir lassen das mal. Boah, das gehört sich jetzt. Vielleicht kann man den ja mit Chiss fahren. Und weiß man noch nicht. Jetzt war man auch
wahrscheinlich schon zu Schrott. Ja. Alles um hier. Verfeindete Ligen, die vom Haus aus der Stadt verbannt wurden. Aber hier verfolgen wir ein gemeinsames Ziel. Wir sind die Silver Six und eines Tages wird man von uns hören. Tyler? Lil Tyler Morgan? Es ist also echt wahr. Dios mio, ich fass es nicht. Wovon redest du, Gaio? Dass du dir das Haus vorknöpfst. Ich hab's gehört, dachte aber, so verrückt bist nicht mal du. Ich mein's ernst. Ich lasse Lina nicht davonkommen. Wow, du spuckst große Töne, Lil Tai. Warum machst du's dir so schwer, Cabron? Ich hab da was deutlich Einfacheres für dich. Wir reden nach dem Rennen. So. Fahre nicht zwingend länger abseits der abfallenden Straße. Oh ne, ich lenz. Fahr zuerst über Silverdam. Du machst es mir nicht leicht, oder? Hey, wir müssen uns doch wehren. Ja. Und damit werde ich dich besiegen. Ich würde sagen, der macht sich sehr gut. Okay. Obwohl es eigentlich ein weißer Kerl ist, eigentlich. Fangt ja nicht ohne mich an, Gaio. Sonst noch was? Fahr unter die Fortune's Gamble Bridge und beeil dich, die Motoren laufen schon. Nicht der, der am Ende gewinnt. Hey, Lil Tai, du machst dich gut. Ja, wenn man nicht die ganze Zeit voller Autos spielt. Amigo. Letzter Halt, hinter dieser Brücke. Das schaffe ich. Sehr gut, Lil Tai, immer weiter so. Thank you.
dich schon mal bereit. Ich bin gleich da. Den letzten Ort gebe ich nicht über Funk durch. Ist da, wo wir in der Highschool den Mustang gecrasht haben. Was heißt hier wir? Das war allein deine Schuld, Gaio. Details, Details. Wir sind schon fast bereit, Alter. Beeil dich. Geschafft. Wo steigt das Rennen? Oh, das war aber jetzt ein paar Minuten, du. Hey, Jesus. Okay, ich stehe zu meinem Wort. Ich habe dir den Ort geschickt. Sollte das eine Herausforderung sein? Wenn dich das hier beeindruckt, wirst du den Outlaws rasch nicht überstehen. Falls du an mir vorbeikommst. Ach, das kriege ich schon hin. Und ich werde auch für Lina bereit sein. Ich sagte nicht Lina. Ich sagte den Rush. Ist doch dasselbe. Glaub mir, Amigo. Das ist es nicht. Meter. Okay, Crew. Ich kenne den Kleinen schon ewig. Heizt ihm richtig ein. Los, los, los! Hört sich nicht schlecht, finde ich sehr gut. Ihr seid einfach zu lahm.
So, eine Runde noch, dann war's das. Ich bin schon fast im Ziel. Vorherige Zeit. Knapp, ja, das war jetzt richtig. 500. So. So, was haben wir denn hier? Steuergerät, das ist doch mal sehr gut. Nächstes. Ich hatte vergessen, wie gut du am Steuer bist, Cabron. Hör zu, vergiss diesen Wahnsinn und komm mit deiner Crew zu uns. Wir haben da ein nettes kleines Geschäft am Laufen und könnten Leute mit euren Fähigkeiten brauchen. Verarschst du mich, Gaio? Siehst du etwa denselben Mist ab, für den unsere Alten eingebuchtet wurden? Diesmal ist es anders. Klar! Diesmal wirst du eingelocht. Total anders. Komm einfach zum nächsten Rennen. Wir zeigen dir, wie gut es hier draußen ist. Und wie man auch übernimmt, dass hier was dran ist. NM 113, wo sind Sie gerade? In westlicher Richtung auf der Santa Cumbra Bridge. Verstanden. Zentrale und Transfer erwischt, aber wir bleiben dran. Zentrale versucht den Wagen auszuschalten. Geht dir alles. Die A35, wir zwingen ihn anzuhalten. Jetzt zur Seite! Zentrale, Zielfahrzeug hat uns gerade heftig gerappt. Das hat wirklich Ihre aktuelle Position.